An diese Regeln haben wir uns alle zu halten. Auch das Finanzministerium, Bundespräsident Alexander Van der Bellen war das heute Nachmittag in seiner Stellungnahme. Ingrid, er hat wieder mal die schöne Verfassung gelobt. Was hat er uns denn eigentlich gesagt? Er hat uns gesagt, dass sich jeder an die Verfassung zu halten hat, auch das Finanzministerium. Schon interessant, dass er ausgerechnet in seiner Amtszeit er so viele Dinge zu bewältigen hat, die es vorher so noch nie gegeben hat, auch einen solchen Vorfall nicht, wo der Bundespräsident um die Exekution einer Anordnung des Verfassungsgerichtshofs gebeten wird. Also das ist schon ziemlich einzigartig und nur vergleichbar mit dem Streit um die Kärntner Ortstafeln unter Jörg Haider. Und das ist schon ziemlich lange her. Also da muss man schon sagen, der Bundespräsident hat mit dieser Regierung und vor allem mit der Vorgängerregierung ziemlich einiges zu tun. Und es gibt auch schon Reaktionen auf sein Statement. Wie lauten denn die? Es gibt jede Menge Reaktionen, die von der SPÖ, von Kaijan Greiner, dem Vorsitzenden der SPÖ-Fraktion im Untersuchungsausschuss, haben wir zuvor live auf Sendung gehabt. Er hat ja von einer wegweisenden Entscheidung gesprochen. Sein Parteikollege Jörg Leichtfried, der ist da etwas härter und verlangt den Rücktritt von Gernot Blümel als Finanzminister. Noch härter die FPÖ. Dort verlangt der Generalsekretär Hafenecker die Entlassung des Finanzministers durch den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten und spricht von einem rechtspolitischen Staatsnotstand. Und auch die Neos sprechen von beschämenden Zuständen, die zeigen würden, dass die ÖVP längst keine staatstragende Partei mehr sei. Also kritische, bestürzte Worte darauf, dass da mal der Bundespräsident das Wort ergreifen muss, das eigentlich ganz normale, verfassungsrechtlich übliche Vorgänge abzuwickeln sind, wie sie abzuwickeln sind. Vielen Dank, Ingrid.